Ja, sage ich mal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir Matthias eingeladen. Hallo. Autor von Arche Nova mit ja, einer Kopie davon. Das ist noch, glaube ich, der finale, die Pre-Production Copy. Das ist die erste Mass-Production Copy mit finalen Komponenten. Mit der einzigen Einschränkung, dass die Holzkomponenten noch nicht final sind. Das wird, aber die werden so aussehen, aber sind noch nicht die finalen. Also gibt es noch leichte Farbunterschiede. Ja, ich freue mich sehr, war ja meine Nummer 1 bei meisterwartetsten Spielen zur Messe. Ne? Kartenspiel, ne, hier so. Also super cool, habe ich auch meinen Prototypen vorgespielt vor 2-3 Jahren. Sicher noch ein bisschen weiterentwickelt worden sein. Und du wirst uns das jetzt gleich einmal erklären. Dann habt ihr auch gleich eine professionelle Erklärung vom Autor. Also wenn es einer kennen sollte, dann du. Und wenn ihr Fragen habt, auch gerne mal in den Chat schreiben. Frank ist ja auch da, der wird die dann auch alle beantworten, zumindest wenn es ums Spiel geht. Hat er gerade geschrieben und ja. Wollen wir? Dann kann ich anfangen. Richtig. Meinst du? Ja, gerne. Was machen wir überhaupt? Was ist das Thema? Was machen wir? Also, in Arche Nova bauen wir einen modernen, wissenschaftlich geführten Zoo. Und in einem modernen, wissenschaftlich geführten Zoo geht es natürlich nicht nur darum, einen besonders attraktiven Zoo zu haben und viele, viele Besucher zu kriegen, viel Geld zu generieren. Das ist eben nicht das hauptsächliche Ziel, sondern wir machen daneben auch, oder wir unterstützen daneben Artenschutzprojekte. Das ist also ein ganz wichtiger Teil des Spiels und deswegen wird das auch, wenn man auf das Spielfeld guckt, mit zwei Leisten dargestellt. Wir haben einmal auf diese Ticketleiste, also was grafisch piktogrammmäßig wie ein Eintrittsticket aussieht, die Attraktionsleiste, auf der wir unsere die Attraktion des Zoos widerspiegeln. Und die erhöhen wir in der Regel dadurch, dass wir Tiere in den Zoo spielen. Und auf der anderen Seite haben wir die Artenschutzleiste. Und immer wenn wir Artenschutzprojekte unterstützen oder zum Teil auch über andere Wege, bekommen wir eben diese Artenschutzpunkte und tragen die dann auf dieser grünen Leiste ab. Da haben wir dann auch gleich schon die Endbedingungen des Spiels, nämlich dann, wenn sich die beiden Marker irgendwo treffen, also zum Beispiel bei 30 Tickets, 32 Tickets und 31 Artenschutz, dann wäre eine Bedingung erreicht und das Spiel würde danach dann enden. So wie bei Rajas of the Ganges. Das kennt man von Rajas of the Ganges, genau. Wer das schon mal gespielt hat, der kennt das von da, das funktioniert da genauso. Ne? Und dabei ist es dann auch völlig egal, ob man das erreicht, indem man 35 Artenschutz hat und 20 Tickets oder ob man 100 Tickets verkauft und 7 Artenschutzprojekte unterstützt hat. Das erstmal grob dazu. Was machen wir im Spiel? Also, wenn wir dran sind, und das ist ganz, ganz einfach, wenn wir dran sind, wenn der Spieler dran ist, dann führt er eine von 5 Aktionen aus. Die 5 Aktionen, die einem zur Wahl stehen, liegen hier unten als Aktionskarten dargestellt im Spielerbereich. Und auf die gehe ich natürlich gleich einzeln auch nochmal ein, ne, um das zu erklären, wie die jeweils genau funktionieren. Aber jetzt, um erstmal den Spielfluss, den Spielfluss darzustellen, also ist es halt so, wenn man dran ist, führt man eine von den Aktionen aus, macht folgt dem Text auf der Karte, spielt meistens eine Karte aus oder baut ein Gehege. Wenn man das gemacht hat, wird man die Karte in den ersten Slot zurücklegen. Also egal, welche ich gespielt habe, wenn ich jetzt die gespielt habe, dann würde ich die in den ersten Slot legen und die anderen rutschen dann einfach auf. Also spiele ich immer die Fünferkarte natürlich. Das, wenn du das schaffst, immer die Fünferkarte zu spielen und dann dass trotzdem das beste Ergebnis am Ende dabei rauskommt, dann hast du entweder ganz viel Glück gehabt. Ja, das sage ich bei Ziffer auch, da geht das ja auch so ähnlich. Das mache ich immer, das nie. Du kannst es ja mal versuchen. Ja. Nein, also es ist schon so, dass du natürlich gucken musst, was jetzt gerade am meisten Sinn macht und auch ein bisschen natürlich planen solltest, wann liegt die Karte wieder wo. Und aber wir gehen jetzt schon in die Strategie rein. Also erstmal der Gameflow, man führt eine Aktion aus, legt die Aktionskarte dann wieder in den ersten Slot und danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Und das geht so lange, bis eben die Endbedingung erreicht ist. Das ist auch die einzige Endbedingung, oder? Das ist die einzige Endbedingung des Spiels. Also sobald ein Spieler es schafft, dass sich seine beiden Marker eben auf den Leisten treffen, dann ist jeder andere Spieler noch einmal an der Reihe und danach gibt es eine kleine Endwertung noch und dann wird einfach geschaut, wer hat den größten positiven Abstand zwischen seine beiden Marker gebracht und derjenige hat das Spiel dann gewonnen. So,
Ja, nachdem ich meine Aktion gemacht habe, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Und zwar so lange, bis das Ende erreicht ist, oder? Und es wird, gibt eben eine kleine Unterbrechung zwischendurch und das ist die Pause. Es kommt nämlich dann, haben wir hier eine Pausenleiste, ne? Die kann man hier vielleicht, kann ich das hier größer, soll ich das mal größer machen? Da sieht man das, das sieht man ganz gut, ne? Also wir haben hier die Pausenleiste und immer dann, wenn das auf bestimmten Karten draufsteht, dann rutscht der Marker einen nach vorne. Das ist übrigens auch nicht der finale Marker, haben wir gleich dazu gesagt. Sobald das auf das letzte Feld kommt, ist eben dann nicht sofort der nächste Spieler an der Reihe, sondern dann gibt es eine kleine Versorgungspause, in der man sein Handkartenlimit überprüft, in der man die Auslage wieder auffrischt, in der auch hier zwei Karten aus der allgemeinen Auslage verschwinden und dann eben ersetzt werden, um da auch mehr Fluktuation drin zu haben. Und last but not least ein Einkommensstep, in dem man dann eben neue Gelder generiert, Einkommen generiert über die Karten, die man ausgespielt hat, über die Kioske, die man im Zoo hat und über seine Artenschutzleiste, Artenschutzboni, die man hier auf dem Plan auch dargestellt hat. So, wenn das erledigt ist, kommt der Marker wieder auf den jeweiligen Slot für die Spieleranzahl, hier halt zwei Spieler. Und dann ist ganz normal der nächste Spieler an der Reihe. Das ist der Gameflow. Gibt es am Ende, wenn die sich getroffen haben, noch irgendwie extra Punkte im Abrechnen oder werden alle Spiele im Spiel direkt verrechnet? Es gibt eine kleine Endwertung am Ende des Spiels. Das heißt, die allermeisten Punkte werden während des Spiels vergeben. Es gibt aber zum Beispiel Endwertungskarten, von denen man am Anfang zwei bekommt. Das kann ich gleich nochmal zeigen, wenn wir dann soweit sind. Die gibt es schon und es gibt einige Sponsorenkarten, die am Ende des Spiels auch nochmal ein oder zwei Artenschutzpunkte oder bis zu sechs Attraktionen verteilen. Also das ist eine kleine Wertung am Ende, um das auch noch ein bisschen spannend natürlich dann nochmal spannender zu machen. Also sprich, ne? Wenn die sich getroffen haben, weiß man nicht gleich, du hast gewonnen, ja, sondern also da kommt noch ein bisschen. Es ist schon so, dass meistens der Spieler gewinnt, der es auch schafft zu beenden, aber ne, nicht zwangsläufig, also eine gewisse Spannung ist da noch da. Wenn man sein Artenschutzprojekt, also seine Endwertungskarte gänzlich ignoriert hat, dann und der andere hat sie eben perfekt erfüllt, dann kann das natürlich nochmal einen Unterschied machen am Ende. Ja, genau. Das dazu. So, dann würde ich sagen, erkläre ich doch mal, wie die einzelnen Aktionen funktionieren. Ich wollte anfangen, jetzt habe ich mir hier wieder durcheinander gemacht. Ich wollte anfangen mit der Bauenaktion, ja, weil ihr seht hier, jeder Spieler hat sein Zootableau. Auf dem Zootableau sehen wir eben das Gelände, auf dem wir unsere Gebäude errichten, unsere Bauwerke errichten. Und das machen wir mit der Aktion Bauen. Ich kann hier einmal... Sollen wir die Kamera wechseln? Die Kamera, achso, das muss ich... Wollte ich ja nicht auch mal ganz gut rübergehen. Schulter, ja, ich gebe es dir mal rüber. Also nicht wechseln. Achso, du willst wechseln? Genau. Jetzt hast du hier... Ein bisschen so. Zack. Ja. Ja gut, aber ich erkläre ja auch, was sie macht. Also von daher ist das vielleicht auch jetzt erstmal... Ne, zu viele Fotos. Also die Bauenaktion. Was macht die Bauenaktion? Die Bauenaktion erlaubt es, Bauwerke auf seinen Zooplan zu bauen. Und ja, ganz wichtiges Konzept, ne, was ich jetzt noch gar nicht so ausführlich erwähnt habe. Wir haben ja hier fünf Zahlen über den fünf Aktionskarten. Und ne, warum verschiebt man die überhaupt? Das gehört natürlich dazu. Also desto weiter rechts diese Aktionskarte liegt, die ich ausführen möchte, desto stärker ist der Effekt. Ja, also wir haben ne, 1, 2, 3, 4, 5 und jede Aktionskarte ist gekoppelt an die Stärke und findet sich dann eben über dieses Symbol wieder. Das heißt, also wenn ich eine Bauen-Aktion ausführe auf Stärke 5, dann darf ich ein Bauwerk bauen, was maximal Größe 5 hat. Das sind in der Regel dann Gehege, die wir hier in fünf verschiedenen Größen haben, die man dann in seinen Zoo baut. Ja, die Bauregeln sind auch ganz einfach gehalten. Das erste Bauwerk muss an den Rand gebaut werden und danach immer angrenzend. Das war es auch schon. Was man nicht überbauen darf, sind Wasser- und Felsenfelder, die man hier sieht. Und die anderen hier mit diesem Fünfeck gezeichneten Felder sind Platzierungsboni, die man dann auch direkt bekommt, sobald man es überbaut hat. Also da hat man auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz, 10 Punkte schon. Schön zu basteln. Ja, das ist ja, die gehe ich gleich einfach einmal grob durch, wie die sind. Wir sehen hier übrigens den Basisplan, den wir empfehlen, wenn man das Spiel am Anfang lernen möchte. So, also das ist die Bauenaktion. Ich kann eins der Gehege bauen, eins bis Größe 5. Das ist hier übrigens auf dem Spielplan auch nochmal abgebildet. Das sind die fünf Standardgehege, die es gibt. Zusätzlich gibt es noch zwei besondere Bauwerke, den Pavillon und den Kiosk. Der Pavillon erhöht die Attraktion um 1. Das ist einfach
ein Ruheort, ja, der einfach nochmal für Familien das schöner macht, den Zoo, also erhöht die Attraktion um eins. Und der Kiosk, kann man sich vorstellen, wenn es sich eine Eisdiele, ein kleiner Eispavillon oder eine Frittenbude, wie auch immer. Also der Kiosk sorgt eben für Einkommen und macht ein zusätzliches Einkommen in der Einkommensphase für jedes angrenzende Gebäude, was auch belegt ist. So, das ist die Bauenaktion im Groben erklärt. Also wenn ich jetzt ein Gehege habe, und lege ich das hier hin, kriege den Effekt und dann ist der nächste Spieler an der Reihe. So, wenn ich jetzt Gehege habe, dann kann ich meine Tiere ausspielen. Die Tierkarten sehen so aus. Machen wir jetzt nochmal um, bitte. Die Tierkarten sehen so aus. Das und die spiele ich über die Aktion Tiere aus. Ja? Und zwar, wenn die sie in Slot 2, 3 oder 4 liegt, darf ich eine ausspielen. Und wenn sie in dem fünften Slot liegt, darf ich sogar zwei ausspielen. So, wie ist jetzt die Anatomie von der Karte? Soll ich das nochmal hier? Mhm. Genau, also die Anatomie von der Karte sieht wie folgt aus. Das Tier hat eine Mindestgehegegröße, das ist die 3 hier oben, die ist benötigt. Also ich brauche hier mindestens ein Dreiergehege. Und in diesem Fall muss das auch an ein Felsenfeld angrenzen. Das wird symbolisiert über die Felsen hier oben in der Ecke. Und da gibt es eben auch natürlich dann Wasserzeichen. Die 20 darunter sind die Kosten, um das Tier auszuspielen. Also wir haben Geld im Spiel, ne, mit dem man das dann bezahlt. Und darunter folgen dann mit diesem roten Zeichen die jeweiligen Voraussetzungen, die noch erfüllt sein müssen, um die Karte zu spielen. In diesem Fall sind die Hände, das ist das Zeichen für unsere Partnerzoos. Also um einen Leoparden in seinen Zoo zu spielen, brauche ich ein leeres Dreiergehege, was an Felsen grenzt und muss 20 Geld bezahlen. Und einen Partner zu haben aus Afrika, weil dieser Leopard nämlich aus Afrika kommt. Wenn ich dann diese Karte spiele, drehe ich das entsprechende Gehege um, bezahle das Geld und dann bekomme ich Effekte. Und zwar zum einen 7 Tickets. In diesem Fall, weil es auch ein gefährdetes Tier ist, auch einen Artenschutzpunkt. Und dann hat fast jedes Tier einen Effekt. Und dieser Leopard ist ein Jäger und der, wie die Karte sagt, deckt dann nochmal 4 Karten von oben auf und hat eine gute Chance, nochmal ein anderes Tier auf die Hand zu bekommen dadurch. Ne? Also die Effekte von den Tieren sind alle ausführlich erklärt und können beim Spiel eigentlich wunderbar gelernt werden. Das ist die Anatomie von der Tierkarte. Die Effekte triggern, wenn man das Spiel aufspielt, oder ist es auch so, dass man das später mal wieder auslösen kann? Die Effekte von den Tierkarten triggern immer dann, sobald du die Karte ausspielst, einmalig. Ne? Die können danach dann auch übereinander geschoben werden, um Platz zu sparen. Die einzige Information, die danach wirklich wichtig ist, sind oben die Symbole, die mitbringen. Also in dem Fall, dass es ein Raubtier ist und aus Afrika kommt. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Kontinente und 5 verschiedene Tierklassen, Haupttierklassen im Spiel, die dann eben jedes Tier hat in der Regel dann auch 2, also ein Kontinent und eine Tierklasse, die dann über die Symbole dargestellt werden. Genau. Genau. So, das sind die Tierkarten. So, dann gibt es aber neben den Tierkarten, in dem großen Stapel, auch noch Sponsorenkarten. Das sind diese blauen Karten. Ja, die Sponsorenkarten funktionieren wieder ähnlich. Die haben nur kein Gehege natürlich, sondern hier oben eine Stufe. Das heißt, wenn ich die Sponsorenaktion auslöse, muss die mindestens in dem Slot liegen, wie hier oben die Zahl steht. Ja, also den Abenteuerspielplatz kann ich schon ausspielen, wenn die Sponsorenkarte in Stufe 3 liegt. Es gibt aber die meisten von den Karten brauchen Stufe 4 oder sogar Stufe 5. Und es gibt sogar welche, die Stufe 6 benötigen. Okay. Ja. wie man da hinkommt, genau. Ja, also das ist das. Was passiert jetzt, wenn ich eine Sponsorenkarte spiele? Wenn ich den hier ausspiele, gibt es hier unten in Gelb mit dem Blitz, das ist ein Soforteffekt, der besagt in dem Fall, dass ich den Abenteuerspielplatz tatsächlich dann auch auf mein Zoo-Tableau legen kann. Ja, da gibt es dann ein extra Plättchen für, den ich dann nach den üblichen Platzierungsregeln auf meinem Zoo platziere. Dann bringt diese Karte auch Tickets mit. Und ist dann eben im Zoo abgespielt. Es gibt aber auch ganz viele andere Sponsorenkarten, die dann dauerhafte Effekte haben. Ja? Also ich hätte hier zum Beispiel, nehmen wir den,
hätte hier zum Beispiel den Hydrologen, ja, der hat auch einen Soforteffekt, der hat aber auch einen dauerhaften Effekt. Das wird dann immer oben auf der Karte abgebildet und über die farbliche Markierung auch auf der Karte nochmal erklärt, was der eigentlich macht. Der hier würde zum Beispiel machen, immer wenn ich neben einem Wasserfeld baue, bekomme ich ein Geld. Also der macht es einem günstiger, neben Wasserfelder sein Zoo voll zu puzzeln. Und diese Karte hat auch gleichzeitig noch einen Entwertungseffekt, nämlich das braune Symbol unten rechts in der Ecke. Also der bringt jetzt nicht sofort Tickets, ne, über dieses Symbol, sondern am Ende des Spiels wird dann eben geguckt, okay, habe ich es geschafft, alle Wasserfelder zu erschließen. Wenn das erfüllt ist, bekomme ich am Ende einen Artenschutzpunkt nochmal zusätzlich. Und das sieht man auch immer hier oben dann an der Karte, dass die, wenn da so ein brauner Streifen ist, dann hat die Karte auch einen Entwertungseffekt, damit man das auch wiederfindet, wenn man sie im Spiel dann übereinander schiebt. Mhm. Muss ich den auch platzieren irgendwo auf dem Tableau? Weil du hast beim Abenteuerspielplatz ja gesagt, nach den normalen Regeln wird der gebaut. Also wenn eine Karte ein Plättchen, zugehöriges Plättchen hat, dann ist das hier unten auf der Karte mit dem Plättchen dargestellt. Der Hydrologe ist ja kein Gebäude, sondern das ist ein Mitarbeiter. Den legt man einfach in seine Auslage und ab dann ist der aktiv. Ja, dafür gibt es kein extra Plättchen. Also wir haben, müsste ich lügen, ich meine, es sind 14 oder 15 Sonderplättchen, die man, also die dann auch eine entsprechende Karte zugeordnet im Deck haben. Genau. So, das sind die Sponsorenkarten, die ich über die Sponsorenkarte ausspiele. Dann gibt es... Das kostet mich auch nichts weiter, ne? Ich spiele einfach aus, wenn ich auf der Stufe bin und die Karte habe. Genau, die Tiere haben Geldkosten, die Sponsorenkarten nicht. Die werden dir gesponsert letzten Endes. Ja. So. Genau, wie komme ich überhaupt an Karten? An Karten komme ich zum Beispiel über die Auslage und auch über meine Aktion Karten. Ne? Also das ist jetzt hier die vierte Aktion, die ich habe. Die Kartenziehaktion, die ist dann je nach Stufe erlaubt, eine bis drei Karten zu ziehen und gegebenenfalls auch wieder eine abschmeißen zu müssen. Das funktioniert dann man zieht die vom Deck und später kann man sie eben auch direkt aus der Auslage nehmen. Ne? Also wir haben hier immer sechs Karten offen liegen, die habe ich jetzt hier noch nicht hingelegt, der Übersichtlichkeit halber, aber die würden dann hier liegen und stehen einem dann zur Verfügung. Also nochmal, Kartenziehaktion auf dieser Stufe, dann würde man die Karten erstmal von oben ziehen. Oder wenn man auf Stufe 5 auslöst, kann man alternativ auch eine Karte aus der Auslage frei auswählen und auf die Hand nehmen. Dann kriegt man aber nicht zwei, sondern eben nur eine Karte. Also freie Auswahl dann aus der Auslage. Das nennt sich Zuschnappen. Das heißt deswegen Zuschnappen, weil viele Tiere, die auch gerne in echt zuschnappen, auch diese Fähigkeit mitbringen. Okay. So, also gerade bei den Reptilien findet sich das häufiger mal. So, also das ist ganz grob jetzt die Kartenzieh-Aktion. Und dann haben wir noch als letztes, last but wirklich not least, die Verbandsaktion, mit der wir auf dem Verbandstableau unsere Verbandsarbeiter einsetzen können. Das sehen wir hier. Das ist deswegen so blau, weil das über die Aktionskarten farblich kodiert ist. Da komme ich gleich noch zu. Hier haben wir, das haben wir jetzt noch nicht vorbereitet, aber wir können es hier mal hinlegen, 1, 2, 3, 4 verschiedene Aktionen, die man machen kann. Und auch da sieht man über die Zahlen dann ganz gut, wie stark muss die Verbandsaktion, also welchem Slot muss die mindestens liegen, damit ich die ausführen kann. Ne? Also um jetzt bei 3, also einen Partner zu nehmen, das sind nämlich diese Plättchen, muss die Verbandsaktion auch mindestens auf 3 ausgeführt werden. Ne? Also das ist analog zu allen anderen Fähigkeiten auch. Wir haben am Anfang einen Verbandsarbeiter, können uns im Laufe des Spiels noch 3 weitere freispielen. Und den braucht man dann eben, um diese Aktion auszuführen. Beispiel, ich habe jetzt die Verbandsaktion auf 4 und hätte dann, wenn ich sie auslöse, die Möglichkeit, das oder das zu machen. Möchte jetzt einen Partner zu nehmen, stelle meinen Arbeiter dahin und nehme mir dann vom Tableau, so jetzt habe ich es auch alle hier liegen, das ist auch falsch, suche mir dann einen von den Partnerzoos aus, die noch da liegen, weil wenn sie weg sind, sind sie weg erstmal. Zum Beispiel den Australien-Partnerzoo aus, platziere ihn dann auf meinem Tableau und hab dann die Partnerschaft geschlossen. Was bringt mir der Partnerzoo? Der Partnerzoo ist, hatten wir eben am Leopardenbeispiel schon gesehen, eine Voraussetzung, um manche Tiere zu spielen. Er bringt aber zusätzlich den Vorteil, dass jedes Tier, was ich danach mit dem aus Australien ausspiele, in dem Fall 3 Geld weniger kostet. Also er bringt mir noch einen Geldvorteil für jedes Tier. Das ist dann eben ein zusätzlicher Anreiz, dann auch viele Tiere aus einem Kontinent eben zu spielen.
Die Farbkodierung von dem Tier hat aber nichts mit der Farbe des Partners zu tun, die du brauchst, ne? Weil da steht ja, da sind ja diese zwei Hände im Kreis und davor, wenn ich es von hier aus sehe. Das ist rot, aber das ist deswegen rot, weil es eine Voraussetzung okay, ist. Alle ja. Voraussetzungen auf den Karten sind rot markiert und das können auch ganz verschiedene sein. Ne? Das müssen jetzt nicht partnerlos sein, das können wir hier auch dann ganz konkret Australien-Symbole sein. Das können aber auch, wie hier zum Beispiel, die Voraussetzung sein, dass die Aktionskarte schon eine andere Stufe haben muss. Da komme ich aber gleich noch zu, jetzt ein bisschen vorgegriffen. Und also daher kommt das Rot. Das hat jetzt nichts mit dem Partnerzug zu tun. Der Partnerzug muss immer zu dem Tier passen. Also man muss den Partnerzug von dem Tier haben. Und das ist natürlich farblich kodiert. Ja? Also der Afrika-Partnerzug hat dann natürlich auch dieses Symbol, weil er auch, also wäre es jetzt hier schlau gewesen, sich den zu holen, weil auch dieses Symbol von dem Partnerzoo mitzählt. Ja? Also das zählt als Afrika-Symbol, was ich im Zoo habe. Ah, okay. Also wenn ich jetzt eine Karte habe, die meine Afrika-Symbole zählen würde, dann hätte ich hier auch eins mehr. Mhm. Deswegen sieht es auch genauso aus. Also das mache ich hier, kann ich mir Partnerzoos holen. Von der grundsätzlichen Logik her, wenn du jetzt zum Beispiel auch dir einen Partner zu holen möchtest, dann ist das für dich egal, ob ich hier schon stehe oder nicht. Außer natürlich, dass ich dann schon einen weggenommen habe. Der steht dir dann nicht mehr zur Verfügung. Also das ist sehr unerheblich. Aber wenn ich selber das in der nochmal ausführen möchte in derselben Runde, dann brauche ich zwei Arbeiter. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt später noch zwei Arbeiter hätte, könnte ich auch sagen, okay, ich führe das nochmal aus, brauche dann aber zwei Arbeiter dafür, um das in einer Runde nochmal zu machen. Aber nur beschränkt auf das eine Feld hier. Auf das Feld, wo du schon den Arbeiter stehen hast. Genau, und zurück kommen die Arbeiter eben in der Pause. Ne? Also das ist hier Schritt 3 in der Pause. Wenn man das Tableau wieder auffüllt, dann würde man auch die Arbeiter zurückbekommen. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier Partnerschaften, also man kann auch Partnerschaften mit Universitäten machen. Da haben wir hier zum einen die Universität, ja, Moment, eine fehlt. Die hier. Jetzt habe ich es. Ne? So, also wir haben ja ganz oben die Universität, mit der man sein Handkartenlimit erhöhen kann. Also wir haben normal ein Handkartenlimit von 3, was dann in der Pause ja auch überprüft wird. Wenn man Partnerschaft mit dieser Universität geschlossen hat, dann hat man ein Handkartenlimit von 5 und kann eben mehr Karten mitnehmen in die andere Runde. Die Quaste hier ist, glaube ich, der Begriff, ja, für den Doktorhut. Würde die Rufleistung eins erhöhen. Die habe ich noch gar nicht erklärt, das mache ich aber gleich. Aber das ist das Symbol, um auf der Rufleiste noch einen nach oben zu gehen. Die zweite Universität ist die Forschungsuniversität. Die gibt einem zwei Wissenschaftssymbole, die dann eben genauso abgelegt werden und auch für als im Zoo befindlich dazu zählen. Und die dritte ist eine Mischung im Endeffekt aus beiden. Zwei Schritte auf der Rufleiste, eine Forschung. Ja, dadurch erklärt sich dann auch ganz gut, was ist diese Aktion für 2. Da kann ich einfach das ist so eine Publizität, also da würde ich auf der Rufleiste ein bisschen Werbung machen, 2 auf der Leiste nach vorne rücken. Und last but not least, ganz wichtig, auf 5, die wichtigste Aktion auf dem Verbandstableau ist das Unterstützen von Artenschutzprojekten. Und das kann auf 2 Weisen erfolgen. Einmal haben wir am Anfang schon 3 Karten ausliegen. Die sieht man hier auch schon. Auf der Leiste kann man das hier sehen. Da. Das sind 3 Basis-Artenschutzprojekte, die am Anfang des Spiels aus dem zur Verfügung stehenden Stapel einmalig gezogen werden und dann für dieses Spiel zur Verfügung stehen. Hier ist es so, es wird belohnt, Raubtiere aus Afrika zu haben oder eben viele Afrika-Symbole, viele Raubtiere-Symbole zu haben. Und bei diesem Projekt Habitatsvielfalt geht es darum, möglichst unterschiedliche Kontinentensymbole im Zoo zu versammeln. Wenn ich jetzt ein Artenschutzprojekt unterstützen möchte, muss ich eben die Verbandsaktion auf Stufe 5 ausführen, meinen Arbeiter hier einsetzen und zähle dann, wie viele entsprechende Symbole habe ich im Zoo. Habe ich also 4 Afrika-Symbole im Zoo, dann könnte ich das auf dieser Stufe unterstützen und bekomme dafür 3 Artenschutzpunkte. Zusätzlich, immer wenn ich ein Artenschutzprojekt unterstütze, darf ich einen von diesen Klötzen von meinem Zootableau entfernen und bekomme dafür dann und schalte den entsprechenden Bonus zusätzlich frei. Ja, das sind hier unten Sofortboni, die ich einmalig bekomme, also ein zusätzlicher Arbeiter, 12 Geld oder 3 X-Marker, die ich auch noch nicht erklärt habe. oder hier oben eben
Boni, die ich sofort bekomme und dann aber auch als Einkommen in jeder Einkommensphase nochmal zur Verfügung stehen habe. Ja, dann würde ich den zum Beispiel hier rausnehmen, hier drauflegen und damit habe ich das Artenschutzprojekt unterstützt. Das steht mir dann auch nicht nochmal zur Verfügung. Also jeder Spieler kann jedes Artenschutzprojekt genau einmal unterstützen. Warum sind hier schon drei Klötze drauf? Weil wir jetzt ein Zweispielerspiel vorbereitet haben und im Zweispielerspiel eben jeweils einen Slot schon belegt ist, um es da ein bisschen spannender zu machen. Im Dreispielerspiel könnte jeder eins haben. Genau, im Dreispielerspiel sind die einfach weg und im Vierspielerspiel hätten wir sogar noch eine vierte Karte. Genau, im Vierspielerspiel hättest du quasi um jedes Artenschutzprojekt schon einen kleinen Battle. Du hast immer einen kleinen Battle, also einen Race um die Artenschutzprojekte. Um die Höhe natürlich, ja. Aber zumindest kann jeder eins hier haben. Ja, ne? Ja. Okay. Ne, aber es ist jetzt nicht so, zur Strategie kann ich gleich. Nee, das machen wir jetzt nicht durcheinander. Also, das auf jeden Fall die Artenschutzprojekte. Die gibt es aber nicht nur dort, sondern die Artenschutzprojekte befinden sich auch im Stapel. Da sind auch Artenschutzprojekte drin, die man finden kann. Also auch solche Karten. Zum Beispiel, ja, das sind dann auch grüne Karten. Ne? Ich zeige es dir nochmal in die Kamera. Ja, so würden die dann zum Beispiel auch aussehen. Also von der Farbe her sehr eindeutig zu identifizieren. Mhm. Die man dann auch von der Hand spielen kann. Also, wenn ich ein Artenschutzprojekt hier unterstütze, dann kann das eins sein, was hier schon liegt. Oder man kann es eben auch von der Hand dann direkt ausspielen. Okay. Die Artenschutzprojekte, die man von der Hand ausspielt, funktionieren von der Logik her genauso. Man würde sie dann nur hier oben hinlegen, auf die obere Seite. Und da gibt es eben je nach Anzahl Spieler eine bestimmte, wie viele da liegen können. Also im Zweispielerspiel würden eben nur zwei hier liegen können. Und sobald das nächste gespielt wird, rutscht das älteste wieder raus. Aber können auch alle wieder erfüllen? Oder? Das kann, also, ah ja, wenn das wird in die Auslage gespielt und man legt auch da seinen Klotz drauf und auch da ist es so, dass andere Spieler dann diese dort ausliegenden Artenschutzprojekte genauso unterstützen können, wie die unten liegen. Das ist dann auch kein Unterschied mehr. Also immer, wenn man selber ein Artenschutzprojekt unterstützt, dann kriegt man hier den besseren Effekt, weil man der es ausgespielt hat. Aber gleichzeitig ermöglicht man es seinen Mitspielern eben auch, diese Artenschutzprojekte zu unterstützen. Das ist ja der gemeinschaftliche Gedanke da. Also möchte ich davon auch gar nicht mehr zwei Karten haben, weil mehr zwei kann ich eh nicht aufspielen, wenn der andere keine aufspielt. Oder wenn die abgebrochen sind. Die rutschen hier rauf. Ne? Also du spielst das erste in den Slot, du kannst selber noch eins spielen oder spielt noch eins, ja, dann rutscht das einfach einen auf. Und je nach Spielanzahl, also der Slot ist jetzt nur bei drei Spielern und der bei vier Spielern noch da. Wenn jetzt das dritte Artenschutzprojekt gelegt wird, so hier liegt noch eins, sagen wir mal so, das ist das zweite. Und wenn ich jetzt noch eins spielen möchte, hier ist noch eins, dann würde eben das Älteste rausrutschen und ist dann einfach nicht mehr. Und die Punkte hat man trotzdem, weil man hat die ja schon bekommen. Ja, man hat ja seinen Marker runtergelegt, der landet dann nicht wieder auf dem Tableau, der ist dann abgeräumt. Also das, so funktioniert das mit den Projekten. Die meisten davon sind, jetzt habe ich das hier gerade weggelegt. Werden die hier wieder nachgefüllt irgendwann oder bleiben die leer? In jeder Pause werden die wieder voll gemacht. Dafür sind ein paar Pausen in quasi. In jeder Pause wird das Tableau komplett wieder aufgefüllt mit den jeweiligen Markern und seine Arbeiter kommen zurück. Und die Pause wird immer dann getriggert, wenn ich die Karte spiele? Also die Pause wird zum Beispiel immer, wenn jemand die Kartenaktion ausführt, gibt es automatisch eine Pause 2, sodass der Marker zwei Schritte nach vorne macht. Man kann aber auch mit der Sponsorenaktion, das habe ich eben jetzt nicht erklärt, weil wir soweit noch nicht waren, aber man kann anstelle einer Sponsorenkarte auszuspielen, auch eine sich quasi Geld zahlen lassen. Ja? Mhm. Also man kriegt dann X Geld und schiebt dafür dann aber auch die Pause X Schritte nach vorne. Mhm. No? Und wenn wir schon dabei sind, also was man auch noch machen kann, das ist so die Ausweichaktion. Ne? Also falls man sich doch mal irgendwie verbaut hat und nichts mehr irgendwie geht, ne? Dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, eine Karte auszuführen und statt des Textes einen X-Marker zu nehmen. Okay. Das geht dann eben auch. Das will man eigentlich nicht, aber das ist so, ne, falls man sich mal manövriert hat in der Situation, wo es eben nicht weitergeht, dann kann man eben auch sagen, okay, ich schiebe die für einen X-Marker nach unten und dann... Ne, was machen die X-Marker? So, die X-Marker, ja, was machen die X-Marker? Also, klar, ne, also eine andere Möglichkeit, um seine Aktion zu steuern und nicht immer nur die fünfte zu machen, Ben, sind die X-Marker, von denen man maximal fünf haben kann. Die würden den X-Wert von dem jeweiligen Feld einfach um 1 erhöhen. Heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe hier die Sponsorenkarte auf 3 und möchte aber eine Sponsorenkarte spielen, die Stufe 5 hat. Ne, wie die hier zum Beispiel, den Hydrologen von eben aus dem Beispiel, dann sage ich, okay, ich aktiviere meine Sponsorenkarte, wäre jetzt nur Stufe 3, gebe aber dazu 2 X-Marker aus, um dann effektiv in dieser Runde das auf 5 auszulösen, dann sind die wieder weg.
Und dann kann ich diese Karte ausspielen und die Sponsorenkarte wandert in den Slot 1, wie das sonst auch der Fall wäre. Also das sind temporäre Marker um X für diese Runde um 1 zu erhöhen oder eben, wenn man mehrere ausgibt, auch um mehr. Und so erklärt sich auch, wie man zum Beispiel eine Sponsorenkarte spielen kann, die Stufe 6 hat. Ja, das kann man dann zum Beispiel machen, wenn man auf Stufe 5 noch einen X-Marker dazu bezahlt. Weißt du aus dem Kopf, wie lang das ist? Nein. Weißt du aus dem Kopf, wie lang dein Tisch ist? 90 cm. Also beides zusammen nebeneinander braucht man die 135. 90 breit und 35 lang. Ja, also 135. Also das, ne, also das macht schon Sinn, die nebeneinander hier, das Verbandstableau noch daneben zu legen und dann wäre man bei 135. Ja, das, oder 115, eins von beiden. Ach so. Nagelt mich nicht fest, aber... Also es ist in der Tiefe braucht man nicht mehr Platz als bei irgendeinem anderen Spiel, würde ich behaupten. Also von der, ne, Komplexität und Größe. Aber es ist ein bisschen breit. Ne? Also dadurch, dass wir eben das Spielbrett haben für die Karten, ist es ein bisschen breiter. Aber man kann das ja auch woanders hinlegen. Ne? Also wir haben es auch schon gemacht, dass man das zwischen die Spieler legt. Da muss man da halt ein bisschen schieben, das geht immer auch. X-Marker darfst du so viel einsetzen, wie du magst. Du kannst also auch gute Stufe 1. Du kannst alle 5 X-Marker, die du maximal haben kannst, auf einen Schlag raushauen. Und so komme ich auf Stufe 6. Genau. Ja, genau. Zum Beispiel. Oder auf Plus 1, ne? Genau. Genau. Das sind die X-Marker. Verbandstableau erklärt, X-Marker erklärt. Rufleiste muss ich noch erklären. Das hier beim Verbandstableau? Ja, auch noch später? Muss ich auch noch gleich machen. Das hängt jetzt mit den Boni auch zusammen, was wir hier überhaupt so freischalten können. Also, die 5 Aktionen, habe ich jetzt grob erklärt, was man da macht. Die haben ja eine bestimmte Bindung an die Stufe und werden eben stärker, desto höher die Karte liegt. Wir haben aber bei bestimmten Situationen im Spiel die Möglichkeiten, diese Karten aufzurüsten. Das heißt, wenn man hier mal guckt auf sein Tableau, sobald ich den zweiten Partner zu habe oder die zweite Universität spiele oder meine ersten 2 Artenschutzpunkte bekomme, dann darf ich eine von meinen Aktionskarten auf die nächste Stufe aufrüsten. Und das sich umdrehen. Und das wird gemacht, indem man die umdreht und dann werden die stärker. Mhm. Ja, dann werden die Aktionskarten stärker und sind deutlich, deutlich besser. Ne? Also Beispiel. Beim Bauen, also ich muss jetzt nicht alle, glaube ich, am Stück durchgehen, aber ich erkläre jetzt einmal, wie das beim Bauen zum Beispiel der Fall ist. Wir haben ja hier die Möglichkeit, ein Bauwerk zu bauen, der Stufe maximal X. Wenn ich sie aufgerüstet habe, dann darf ich beliebig viele unterschiedliche Bauwerke bauen, der Gesamtstufe X. Das heißt, ich dürfte auf Stufe 5 anstatt eines Größe 5 Geheges auch einen Dreier- und ein Zweier-Gehege bauen. Ja? Und auch da dürfte ich mit X-Markern das Ganze erhöhen. Also ich kann auch für, wenn ich es auf Stufe 5 auslöse, mit einem X-Marker zum Beispiel einen 5er-Gehege bauen und einen Kiosk. Mhm. Ja? Weil das dann Stufe 1 Bauwerk ist. Zusätzlich, wenn ich diese Karte aufgerüstet habe, und da kommen jetzt die farblichen Markierungen ins Spiel, um das auch wirklich gut sehen zu können. Ne? Die sind ja immer so rot, rot, lila, pink. Ich weiß nicht, wie der... Magenta. Ich sage, es ist Magenta bestimmt. Ich weiß das nicht, dass das ein geschützter... Magenta ist eine Farbe. So, also, wenn man diese aufgerüstet hat, dann sieht man ja hier auch auf seinem Tableau zum Beispiel schon, dass sobald man Stufe 2 erreicht hat, noch 2 zusätzliche Gebäude zur Verfügung stehen. Das ist zum einen die Großvogelvoliere und das Reptilienhaus. Und ohne jetzt das komplett erklären zu wollen, funktionieren die ein bisschen anders. Die baue ich dann eben auch in meinen Zoo. Und ermöglichen es mir zum Beispiel im Falle der Großvogelvoliere, Großvögel deutlich platzgünstiger hier unterzubringen, weil die sich ja eben den Flug, das große Gehege, was sie benötigen zum Fliegen, eben dann teilen können. Okay. Ja, so thematisch. Und das Reptilienhaus funktioniert dann ähnlich. Genau, also das sind zwei besondere Gebäude, die dann nochmal zur Verfügung stehen. Vielleicht erkläre ich es jetzt doch noch einmal. Also hier zum Beispiel haben wir ja gleich den Steinadler. Der Steinadler kann also entweder in ein Fünfergehege alleine oder nimmt einen Platz in der Großvogelvoliere ein. Und das ist ja auch deutlich besser, ne? Weil hier haben wir ja, das ist 5 Felder groß. Wir haben hier 5 Slots. Ich lege es mal hier so hin. Und dann würde man das mit so einem Marker markieren. Ich habe jetzt hier einen Slot belegt. Da ist jetzt der, in dem Fall der Steinadler drin. Genau. Ja, und bei den Reptilien ist das ähnlich. Also zum Beispiel der Inland-Taipan würde ein Zweiergehege benötigen, was an Felsen grenzt, oder einen Platz in der im Reptilienhaus.
Und auch da würde man dann einen Marker drauflegen. Auch das Reptilienhaus muss übrigens an Felsen dann natürlich angrenzen. Ne? Das ist dann aber egal wo. Also wo man den Marker hinlegt, ist egal. Aber das Reptilienhaus muss irgendwo an Felsen grenzen. Also so zum Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt hier an Felsen grenzen, da auch. Genau. Einmalig, wenn man das baut, darf man auch Tiere, nochmal die Großvögel zum Beispiel, dann einmalig verschieben. Das passiert sonst nicht im Spiel. Also man darf sonst, wenn man ein Tier legt, dreht man das Gehege um. Das darf man sonst nicht. Und das Spiel ist auch immer ein ganz wichtiges Konzept vielleicht. Das Spiel merkt sich auch nicht, welches Tier, oder man muss sich nicht merken, welches Tier hat man in welches Gehege gelegt. Sondern was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Vogel irgendwann mal gespielt habe, dann werde ich dann ein Fünfergehege haben im Zoo, so zum Beispiel. So. Und habe jetzt meine Großvogelvoliere gebaut in dem Moment, dann dürfte ich in dem Moment sagen, okay, ich habe einen Großvogel, das sehe ich ja hier, der soll jetzt da rein, dann lege ich meinen Marker da rein und darf dann ein Fünfergehege, was an Felsen ist, wieder freimachen. Mhm. Das wäre dann das. So, zack. Freimachen ist einfach wieder umdrehen. Genau. Also wenn ich das reinlege, drehe ich es um und dann machst du wieder frei. Ganz genau. Mhm. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Konzept mit dem Freimachen. Das funktioniert nämlich auch genauso, wenn man eines der wichtigsten Artenschutzprojekte unterstützt, was wir im Spiel haben, nämlich das Auswildern. Das Auswildern, hier zum Beispiel in den Bambuswald, funktioniert so, hier mit Pflanzenfressern, steht wildere einen Pflanzenfresser aus, funktioniert genau so, man muss einen Pflanzenfresser haben, weil das Pflanzenfresserprojekt ist. Und dann wird geguckt, okay, Gehegegröße 2 oder kleiner, 3 oder 4 oder größer. Den würde man dann aus seinem Zoo tatsächlich auswildern. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt, machen wir das Beispiel mal richtig. Ich habe jetzt hier einen, hier ist gerade kein Pflanzenfresser. So, hier, das Zebra. Ich habe jetzt hier das Zebra. Und wildere das Zebra aus, dann nehme ich mir das Tier. Das kommt dann, wird ausgewildert, also wird im Spiel dann auf den Ablagestapel gelegt. Man darf ein Gehege der entsprechenden Größe freimachen, das kleinstmögliche, das wäre dann zwei Gehege, ist dann wieder frei. Man verliert auch tatsächlich die Attraktion aus seinem Zoo, das Tier ist dann nicht mehr da. Und bekommt dafür dann aber den Effekt hier unten auf der Karte. Und zwar, weil es eine Zweiergröße ist, würde man 3 Artenschutzpunkte bekommen. Fürs Ausspielen der Karte noch einen Rufpunkt. Und was auch ganz wichtig ist, man spielt, weil es ein Artenschutzprojekt ist, hier einen Klotz frei. Mhm. Ja? Genau. Und das ist jetzt so wirklich das schwierigste Konzept eigentlich, was man einmal verinnerlichen muss. Wie funktioniert das Auswildern? Ne? Also verliert die Attraktion, macht das Gehege wieder frei, das Tier legt man ab und bekommt dafür dann die Artenschutzpunkte. Attraktion verlieren heißt hier die Punkte? Ja, man würde auf der Attraktionsleiste dann die entsprechenden Schritte wieder zurückmachen. Mhm. Man fängt schon gleich auf 5 an? Oder? Nee, man fängt je nach Spielerzahl bei 0 an und dann in Spielerreihenfolge kriegt man eine Attraktion gleich mehr. Mhm. Als kleinen Ausgleich, die 5 ist für die interaktiven Fähigkeiten, die greifen erst, wenn man mindestens auf 5 ist. Aha. Also es gibt so ein paar Fähigkeiten, die, ne, was die Reptilien ganz gerne machen, wie Würgen oder gibt auch ein Schlangengift, die am Anfang was gemacht hat, ne, damit man nicht, bevor man dran ist, gleich von seinen Mitspielern gewürgt wird. Und auch da vielleicht nochmal dazu, ne, wenn da jetzt jemand Angst hat, also ich selber bin auch überhaupt kein großer Fan, Freund von negativer Interaktion in Spielen, deswegen war es mir hier ganz wichtig, dass das wirklich zum einen milde Effekte sind und dass man, wenn man sie spielt, auch nicht sich aussucht, wen man trifft. Ja? Also es ist nicht, dass ein Spieler dann der Groll der Gruppe trifft. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, findet das nicht so gut. Nein, also es ist wirklich ganz klar geregelt, dass man trifft automatisch nur Leute, die auf der Leiste vor einem sind. Ne? Also meistens den Spieler, der vorne ist im Moment auf der Attraktionsleiste, der die meiste Attraktion im Zoo hat, der würde dann getroffen werden. Und das ist auch nur ein kleiner Bruchteil. Und wer das auch gar nicht mag, kann die Karten auch aussortieren. Funktioniert genauso. Genau, also das sind die, das ist das Aufrüsten von den Karten. Jede einzelne von den Aktionen, wenn man sie ausrüstet, schaltet auch noch was Zusätzliches frei. Ja, also das ist bei dem Bauen, wie ich gerade erklärt habe, das Reptilienhaus und die Großvogelvoliere. Und wenn man auf seinen Plan guckt, die Felder, die man, die hier so eine 2 haben, die darf man vorher nämlich nicht bebauen. Das sind hier diese beiden Felder auf dem Basisplan, die sind jetzt erstmal strategisch noch nicht so wichtig zum Bebauen hier auf dem Plan. Auf anderen Plänen können die aber wirklich an neuralgischen Punkten sitzen und durchaus übel sein, auch wenn es nur ein Feld ist, was man da nicht bebauen kann.
Die sind aber vor allem auch dafür wichtig, um den Zoo komplett bebauen zu können. Weil, wenn man es schafft, den Zoo vollständig zu bebauen, bekommt man 7 extra Tickets. Also Attraktionen oder im Tickets einmalig in dem Moment, wo man es vollbaut. Und das geht eben auch nur, wenn man die Karte aufrüstet, weil man sonst die beiden Felder eben nicht bebauen kann. Und wahrscheinlich kann man nicht alle Karten upgraden im Spielverlauf, oder? Genau, also wenn man jetzt mal zählt die Symbole, also es gibt die Möglichkeit bei den hier und hier, das sind 2, dann bei 2 Artenschutz gibt es nochmal das Symbol und hier hat man die Wahl, also hier nimmt man entweder den Arbeiter oder rüstet eine Karte auf und die vierte Möglichkeit ist auf der Rufleiste bei 5 Ruf und das war's. Wenn man jetzt mitzählt, es gibt also 4-mal die Möglichkeit, maximal die Möglichkeit, eine Karte aufzurüsten, also mindestens eine bleibt auf der Basisstufe. In jedem Spiel. Und da muss man dann einfach abwägen, welche in diesem Spiel jetzt die unwichtigste ist und ja, was dann gerade nicht passt. Nochmal, also es ist immer farblich kodiert, was man freischaltet, zum Beispiel bei der Kartenziehaktion, die würde ich jetzt ganz gerne noch erklären, wenn ich auch die Rufleiste erkläre, das ist nämlich nochmal ganz wichtig. Die Kartenziehaktion hatte ich ja erklärt, man darf bei Stufe 5 zuschnappen, da hat man die freie Wahl aus der Reihe, kriegt aber nur eine Karte. Wenn man sie aufrüstet, darf man zum einen schon früher zuschnappen, aber was mir jetzt gerade wichtiger ist, man darf, wenn man Karten zieht, muss man nicht vom Nachziehstapel ziehen, sondern darf in Rufreichweite aus der Auslage nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt beim Ruf schon zum Beispiel bis auf diesen Slot gekommen bin, dann habe ich beim Kartenziehen die Auswahl, ob ich die Karten von oben nehmen möchte oder in Rufreichweite aus der Mitte nehmen. Also ich könnte dann zum Beispiel sagen, wenn ich hier, und ich ziehe eine mehr, ja, also auf der höchsten Stufe 4 Karten ziehe, könnte ich sagen, okay, ich nehme den Nacktnasenwombat, ich nehme den afrikanischen Strauß und ziehe noch 2 Karten von oben. So, und dann entscheide ich mich, noch eine Karte abzulegen, weil das hier, ne, eine muss ich ablegen. Muss auch keine von den Karten sein, die wird dann abgelegt und ja, das ist dann die Runde. Also man hat durch den gestiegenen Ruf, nicht nur, dass man hier Boni freischaltet, sondern noch viel wichtiger, man bekommt dann Zugriff, besseren Zugriff auf die Karten aus der Mitte. Das gleiche Konzept bei der Tieraktion. Wenn ich die Tierkarte aufrüste, kann ich einfacher 2 Tiere auf einmal spielen. Das ging ja vorher nur auf Stufe 5, das geht jetzt schon auf Stufe 3, ja, das fokussiert gerade nicht, glaube ich. Naja. Also es geht deutlich, deutlich früher auf Stufe, so 2 Tiere gleichzeitig auszuspielen. Oder mit einer Aktion, man spielt sie nacheinander aus, technisch gesehen, aber man darf halt 2 spielen. Und man kann die dann auch direkt aus der Mitte spielen, wieder in Rufreichweite. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und hier liegt jetzt der Fuchs, würde jetzt da liegen, dann könnte ich sagen, wenn ich die Karte auslöse, so ich bin auf Stufe 3, ich darf 2 Tiere spielen und dann spiele ich mal den Wüstenfuchs aus der Mitte. Und noch eine Karte von der Hand, zum Beispiel. Hat man die freie Wahl. Hier steht jetzt drauf mit Zusatzkosten. Das kostet mich ein bisschen extra, nämlich die jeweilige Stufe in Geld. Also der würde dann nicht 8 kosten, sondern 11. Wenn ich den aus der Mitte spiele. Der Schritt hier von 2 auf 3 bringt mir nichts, außer dass ich an der 4 dran bin. Ja. Korrekt. Genau. Das ist das. So, jetzt haben wir hier eine Blockade. Ne? Auf 9 Ruf bleibt man stehen, außer man rüstet seine Kartenziehaktion auf. Ab dem Moment darf man auch weiter auf der Leiste bis auf maximal 15. Wenn man dann noch mehr Ruf bekäme, würde man stattdessen eine Attraktion für den Zoo bekommen. Okay, also das ist das. Das macht die Rufleiste. Ne? Das funktioniert mit den Sponsorenkarten genauso. Wenn ich die Sponsorenkarten aufrüste, dann kann ich auch Sponsorenkarten direkt aus der Mitte spielen für eben die jeweiligen Zusatzkosten hier mit der Zahl von dem Slot. Außerdem, jetzt sagen wir, klärst du doch irgendwie alle, aber das ist auch nicht schlimm. Außerdem würde ich, wenn ich hier mit Geld generiere, doppelt so viel Geld generieren, also 2x X. Ne, da kann ich dann auch, wenn ich es auf 5 auslöse, 10 Geld machen. Und Pause 5. Und grundsätzlich ist die Karte eine Stufe besser. Also es ist, man löst sie für X plus 1 aus. Ne, also auch so würde man eben auf 6, Stufe 6 kommen, wenn sie in Slot 5 ausgelöst ist und aufgerüstet ist, hätte ich auch dann Stufe 6 und könnte dann eben eine Stufe 6 Karte spielen. Und theoretisch auch die Möglichkeit, mehrere auf einmal zu spielen. Also wenn ich jetzt 2 Stufe 3 Karten hätte und löse das im Slot 5 aus, dann kann ich die auch beide spielen. Weil es dann zusammen 6 ist, sonst würde dann wieder passen. So, und beim Verband, auch da habe ich dann die Möglichkeit, mehrere Verbandsaktionen gleichzeitig zu machen, wenn ich genug Arbeiter habe. Also man kann dann mit 2 Arbeitern zum Beispiel sagen, ich nehme mir einen Partner zu und mache das noch und kriege noch zusätzlich 2 Ruf.
müssen also verschiedene, ne? Auch da wieder verschiedene sein, genauso wie man verschiedene Tiere spielt, verschiedene Sponsorenkarten spielt, etc. Und zusätzlich, und jetzt kommt wieder die Farbkodierung ins Spiel, habe ich danach, wenn ich also meine Aktionen hier ausgeführt habe, noch die Möglichkeit, Spenden zu machen. Und Spenden funktioniert im Prinzip im Umtausch Geld gegen Anschlusspunkte. Also hier kann man dann sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht und bezahle, das ist jetzt der erste, ist günstiger, kostet dann zwei Geld und bekomme dafür noch einen Anschlusspunkt. Das markiert man dann und wird dann immer teurer, bis es dann irgendwann 12 Geld kostet. Und das ist auch deswegen hier, ne, sieht man schon, drei Klötze drauf. Im Zweispielerspiel ist es einfach, sind einfach ein paar weniger Slots da. Das wären sonst einfach nochmal 5, 7 und 10. Das ist dann bei zwei Spielern, dass das nicht einer alleine abräumt und den anderen quasi zwingt, das auch aufzurüsten, ist es einfach, sind die Stufen da ein bisschen geändert. Und das ist auch die einzige Anpassung, die man jetzt für das Zwei-Personen-Spiel hat. Ne? Also der Rest ist eng genug. Das darf man eigentlich machen. Ja, also sobald quasi da vier Marker liegen, ab da kostet es einfach immer 12. Mhm. Genau. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich alles erklärt. Vielleicht noch kurz zum Timing. Kaffeepause, werden die beiden abgeräumt und alles runter. Ja, genau. Das heißt einfach, das ist hier auch, ne? Also im Step 4 in der Pause gehen die ersten beiden Karten hier auf den Ablagestapel und dann einfach, um ein bisschen Fluktuation mehr zu haben, sollte doch nicht gekauft werden. Die Arbeiter brauche ich nur dafür? Die Arbeiter braucht man nur für das Verbandstablo, korrekt. Ja. Genau, bei den Arbeitern gibt es auch, ne, wenn man den dritten wegnimmt, nochmal ein extra Punkte. Ja, ne, die Beziehungspunkte. Ansonsten vielleicht auf dem Tableau nochmal kurz erklären, welche sieht man am besten? Deins, meins, kann man das von oben? Gut, aber ich meine, es gibt eine Symbolübersicht und im Endeffekt bekommt man da einen zusätzlichen Ruf, zusätzliche X-Marker, Geld. Ruf hatte ich schon gesagt. Das Symbol hier bedeutet eine von seinen Aktionskarten in den ersten Slot zu schieben. Also vielleicht auch da nochmal ganz kurz zum Timing. Das war mir noch ganz wichtig. Also es gibt zwei Timing-Grundsätze. Mhm. Wenn eine Karte Effekte auslöst, dann passieren die im Prinzip, die triggern alle gleichzeitig, aber man darf sich die Reihenfolge dann selber aussuchen, wie es für einen am besten ist. Also wir wollen es da möglichst einfach halten. Da hat man dann die Wahl, ob man jetzt zuerst, ne, also das hat man freie Wahl, macht's einfacher unterm Strich. Und dann gibt es Effekte, die passieren im Anschluss. Und im Anschluss ist immer dann, nachdem ich die Aktionskarte wegsortiert habe. Das sind vor allem die Aktionskarten betreffen. Ne? Weil wie ist das Prozedere? Ich hatte es ja erklärt. Also ich führe eine Aktion aus. Ich sage, ich möchte Tiere spielen. Also wir empfehlen, die so anzutippen, dass man die dann auslöst, sein Tier auszuspielen, die Karte dann danach in den ersten Slot zu schieben. Ne? Mhm. Und das ist der Moment, wo alles, was im Anschluss ist, passiert. Okay. Ne, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit habe, eine Karte ins Slot einzuschieben, dann mache ich das halt, nachdem ich die Karte weggeschoben habe und nicht noch während ich die ausführe. Dann wär's halt durcheinander. Ne? Also ausführen. Und wenn ich das gemacht habe, passiert alles, was im Anschluss ist. Und das wären zum Beispiel diese Aktion oder auch Extrazüge. Ne? Also wenn man, es gibt auch Karten, die erlauben einem nochmal eine bestimmte Aktion auszuführen und die führe ich dann jetzt aus, nachdem ich die Karte in den Slot geschoben habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Karte hätte, die mir erlaubt, die Verbandsaktion auszuführen, würde ich das dann jetzt machen. Mhm. Aktion machen, Karten nach hinten schieben und dann... Das und dann passiert alles, was im Anschluss ist, wenn man sowas hat. Das ist so viel nicht, aber das musste so sein, sonst geht es nicht. Und danach ist der nächste Spieler dabei. Super. Gut. So, und jetzt haben wir alles, würde ich sagen. Schön. Ja. Schön gerade. Ne, also ich würde sagen, ihr könnt... Kommen hier noch Plättchen hin? Dann gleich mal loslegen. Ja, natürlich, da kommen noch Plättchen hin. Da haben wir natürlich einen ganzen Schlag unterschiedliche, die dann in jedem Spiel auch anders sind. Ne, also sobald man hier auf die jeweilige Stufe kommt, also 2 Artenschutz, 5 Artenschutz, 8 Artenschutz, darf man sich eins von den drei Optionen aussuchen und wenn man die Plättchen nimmt, die würden dann auch umgedreht. Also der Erste, der 5 Artenschutzpunkte bekommt, könnte sagen, hier, ich kriege ein Dreiergehege für umsonst, darf das dann platzieren und dann steht das nicht mehr zur Verfügung. Und der als Letztes kommt, der kriegt halt dann noch 5 Geld. Oder halt, wenn vorher einer gesagt hat, mir sind die 5 Geld jetzt gerade wichtiger als das Gehege, dann kann er das natürlich auch machen. Aber ja, so. Das habe ich noch nicht erklärt. Es gibt Endwertungskarten, die können eben so aussehen,
zum Beispiel hier möglichst viele Artenschutzprojekte unterstützen und dafür extra Punkte bekommen, viele Forschungssymbole sammeln, unterschiedliche Tierklassen haben etc. Und ich hatte ja gesagt, am Anfang bekommt man 2 Stück davon. Und sobald der erste Spieler auf 10 Artenschutze kommt, müssen alle Spieler eine von ihren Karten ablegen. Also man muss nicht sofort am Anfang entscheiden, in welche Richtung gehe ich, ohne überhaupt zu wissen, wie das Spiel sich entwickelt, sondern man kriegt am Anfang 2 Karten, um eine grobe Richtung zu haben und noch einen zusätzlichen Anreiz, neben den Artenschutzprojekten, die sowieso ausliegen, noch eine andere Richtung zu haben, an der man sich orientieren kann, wenn man das möchte, und muss sich aber noch nicht allzu sehr darauf versteifen, weil man eben erst zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel dann eine von den beiden Karten wieder ablegt und ja, dann die Welt auch schon wieder anders aussieht vielleicht. Was macht die 25? Warum ist die besonders angemacht? Die 25 ist deswegen markiert, weil es Karten gibt, die man nur bis zu dem Zeitpunkt spielen kann. Ah, okay. Es gibt eine Handvoll Sponsorenkarten, die man eben dann relativ früh im Spiel spielen muss, oder eben wenn man eine Artenschutzstrategie hat, dann kann man sie auch länger spielen. Also wenn man eher auf der Leiste vorgeht, anstatt auf der Leiste, dann kann man sie auch später noch spielen. Also das sind dann vor allem solche Karten hier wie die einheimischen Hoftiere, die haben noch eine gewisse Puzzle-Voraussetzung. Ja, also hier zum Beispiel würde man für jedes unbebaute Randfeld extra Punkte kriegen, was man aber schon erschlossen hat, also daneben gebaut hat. Und das ist natürlich, desto länger das Spiel dauert, desto einfacher zu erreichen. Ne? Also wenn man hier viele Punkte mitmachen möchte, dann muss man sich da am Anfang drauf konzentrieren. Mhm. Na, sonst, ja, genau. Na, aber es gibt auch, na, wenn man jetzt denkt, so, das sind nicht wahnsinnig viele Karten, die jetzt so eine Restriktion haben. Die meisten Karten kann man immer spielen. Das war mir auch wichtig, dass man Karten hat, also dass man möglichst wenig Karten hat, die zu einem Zeitpunkt im Spiel komplett kaputt sind. Ne? Also das wären die ja dann, aber das sind wirklich nicht viele. Die meisten anderen Karten haben immer irgendwie einen Effekt, der dann sich über das Spiel aufbaut. Also quasi, wenn ich sie früh spiele, ne, und dann für jedes Symbol, was ich davon ausspiele, einen Effekt habe, ist das natürlich total toll, die möglichst früh zu spielen. Die haben dann aber meistens eine Kompensation, wenn man sie später spielt, um dann auch noch einen vernünftigen Effekt zu haben. Ne? Also wie der Hydrologe zum Beispiel, wenn ich schon meinen ganzen Zoo vollgebaut habe, dann kriege ich natürlich das Geld nicht mehr. Aber der macht dann für jedes Wassersymbol, was ich gespielt habe, eine Attraktion. Also dann gibt es irgendwann den Punkt im Spiel, wo man sich überlegen muss, ne, lohnt sich das jetzt noch, den für Geld zu spielen, oder warte ich jetzt noch eine Runde und spiele den dann vielleicht für die Attraktion später aus. Mhm. Genau, aber das ist ja jetzt, hat jetzt mit den Regeln nichts mehr zu tun, sondern das ist ja schon Strategietipps. Ne? Genau, also ich würde sagen, probiert das einfach mal aus und dann ja, Fragen einfach stellen und dann ja, räume ich mal hier das Feld. Genau. Das machen wir jetzt auch gleich. Ne? Genau, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Erklärung. Wir machen den Stream hier jetzt zu. Da habt ihr nämlich einfach einmal einen Erklär-Stream quasi, der noch nicht 5 Stunden dauert, wo man dann reingucken kann. Wie lange haben wir? Ich glaube, 1 Stunde, 3/4 Stunde Nein. ungefähr. Okay. Aber auch mit ein bisschen Werbung noch vorher und Pausenmusik. Wir machen da noch einen neuen Stream auf, wo wir das dann spielen. Flo und ich spielen das dann. Matthias kommentiert dann unsere Züge und sagt, da werden wir richtig schlecht was gespielt. Oder spielst vielleicht mit? Muss mal gucken. Mal gucken. Will uns auch nicht abziehen, das ist natürlich sehr nett. Und schaut auch da gerne wieder rein, da könnt ihr auch Fragen stellen. Da ist dann auch Matthias ein bisschen, hat er den Chat im Auge und kann da auch direkt Fragen beantworten. Freue mich, dass ihr so zahlreich da wart, und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.